Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch gerne eine Special Edition der Pinksbox vorstellen und ich konnte nicht abwarten. Der Postbote war da und hat mir das Paket überreicht und manchmal mache ich ein Unboxing, aber heute war meine Neugierde einfach zu groß und ich habe das Paket schon auseinandergenommen und geschaut, was drin ist. Von daher weiß ich schon, was drin ist. Das Ganze kam wieder in so einem Karton. Und so schaut sie aus. Also das ist so eine Limited Edition der Jolie. Hier steht Jolie for Pink Box. Ich finde die Farben sehr gelungen, sehen richtig schön sommerlich aus. Und bevor wir uns gleich den Inhalt widmen, wollte ich euch zeigen, was wir hier noch alles dabei hatten. Und zwar, da das ja eine Box der Jolie ist, haben wir hier auch einmal ein gratis zum Abo. Genau, hat man einmal einen 10-Euro-Gutschein. Also 12 Hefte würden 24 Euro kosten und man hat dann noch einen Gutschein von 10 Euro. So würden euch dann 12 Hefte nur noch 12 Euro kosten, für die, die das interessiert. Und ja, gerne die Jolie lesen, denn normalerweise kostet sie ja 2 Euro. So hättet ihr sie im Abo für 1 Euro. Und ja, dann haben wir hier auch nochmal einen Flyer und die Jolie selber. Und hier könnt ihr auch sehen, dass sie 2 Euro normal kostet. Ich blätter gerne in Zeitschriften und ja, werde sie in meine Nachtkonsole, wie alle anderen auch, aufheben. Dann haben wir hier auch nochmal, das habe ich mir gerade auch angeschaut, das sind so Schmink, also hier steht Trendfrisuren, Schminktipps für den Sommer zum Nachmachen. Und da habe ich auch gesehen, dass da ja Essence-Produkte benutzt werden und ja, Catrice hier auch. Und dann habe ich hier einmal einen 20-Euro-Gutschein. Und zwar jede Woche liefern wir Rezepte und frische Zutaten direkt vor ihrer Haustür. So einen Gutschein hatte ich schon mal in einer Pinkbox. Jetzt habe ich 40-Euro-Gutschein. Ich glaube, jetzt wird es Zeit, mal auf dieser Seite vorbeizuschauen. Denn den anderen Gutschein hatte ich mir erstmal weggelegt. Und ja, ich werde auf jeden Fall schauen, was man ja genau mit diesem Gutschein anstellen kann. So, und jetzt kommen wir zum Eigentlichen. Und zwar werden wir zusammen, zusammen ist gelogen, die Box auspacken. Ihr seht, sie ist offen. Ich habe sie einfach aufgemacht. Und ja, werde direkt das erste Produkt hier entnehmen. Und das ist einmal von Aussie, die 3 Minuten Miracle Intensivkur. Und ja, es gab ja, ich weiß nicht, ich glaube vor einem Jahr, so ein richtiger Hype, als diese Marke in die Drogerie kam. Und ich war standhaft, ich habe sie mir nicht gekauft. Und dachte mir, wenn meine ganzen Shampoos und Spülungen zu Ende sind, wollte ich sie auch irgendwann mal testen. Ja, jetzt habe ich die Intensivkur. Und was heißt das? Da ich so eine Person bin, die ja ein Shampoo, eine Spülung und die gleiche Kur benutzt, ja, wird das jetzt Zeit, das Shampoo mir zu holen und werde das dann in Kombi benutzen. Und ja, werde euch auf jeden Fall berichten, wie ich sie fand. Ich weiß ja, dass viele sie nicht so gut fanden, viele andere aber für dieses für diese Intensivkur aber geschwärmt haben. Und viele haben sich ja beschwert über diesen künstlichen Geruch. Oh, es riecht aber lecker nach Kaugummi. Lecker. Also ich mag das. Für viele war das ja immer so zu künstlich, aber es riecht lecker nach Erdbeerkaugummi oder so. Also ich mag es. So, dann machen wir weiter. Genau, ich kann euch ja mal kurz die Preise nennen. Was steht hier? 3 Minuten Intensivkur sind alles Originalgrößen außer 1. Da werde ich gleich noch was zu sagen. 7,95 Euro kostet die Intensivkur. So, dann machen wir weiter mit Amazing reichhaltige Cremedusche. Und diese Cremedusche sind 200 ml enthalten, 3,99 Euro. Die Amazing Cremedusche schafft es im Nu, ihre Haut zu erfrischen, sanft zu reinigen und erstaunlich elegant duften zu lassen. Da werden wir mal schnuppern und schauen. Okay, es riecht sehr, sehr frisch. Okay. Olive und Granatapfel. Also ich rieche kein Olive raus und kein Granatapfel. Aber dafür einen normalen Apfel. Also es riecht sehr, sehr frisch. Ich stehe ja auf solche frischen Düfte, vor allem jetzt im Sommer. Und der Geruch sagt mir auf jeden Fall zu. So, weiter geht's mit einer Zahnpasta. Und zwar ist das die Odol Med 3, klinisch getestet.
Bis zu dreimal stärkere Whiting-Effekt. Okay, also sind da bestimmt so kleine Kügelchen drinne, die ja die Zähne halt aufhellen sollen. Und hier steht, dass 75 ml 2,39 Euro kosten. Hier steht dabei, bringt dein Lächeln zum Leuchten. Durch die einzigartige Mikrofine Illumi Pearls Technologie sorgen die neuen Odolmate 3 High Definition White Sun Cremes White Up My Day and Refresh Me für weißere Zähne. Okay, und das habe ich mir schon gedacht. Also ich versuche solche Zahnpasten ja zu vermeiden oder sehr selten zu benutzen, weil sie einfach die Schutzschicht der Zähne auch mit abreiben, aber für das ein oder andere Mal ist das okay, nur ich weiß nicht, mein Zahnarzt damals meinte, man sollte die nicht so oft benutzen, weil die Schutzschicht halt ja durch diese Perlen halt abgekratzt wird und die Zähne ja viel, viel anfälliger werden für ja, kalte Getränke, heiße Getränke und so weiter. Von daher werde ich sie auf jeden Fall aufbrauchen, aber das ist nicht wirklich meins. So, dann haben wir noch ein Produkt und zwar ist das von Laverna, ein Apfelshampoo und okay, doch das riecht jetzt nach Apfel. Ich habe ja gerade gesagt, dass ich hier auch Apfelrauch rausgerochen habe. Ja, aber so ein richtig saftiger, grüner, saurer Apfel und hier riecht der Apfel eher, obwohl hier jetzt kein Apfel drin ist, da ist ja Granatapfel und Olive. Upp, ein Bläschen. Und hier riecht der Apfel halt süß. Bio-Apfelextrakt. Was steht denn hier dabei? Also das ist eine Sondergröße. Ist das eine Sondergröße? Nee, das ist eine Originalgröße. Aber die gibt es auch in einer 200 ml Größe und würde 3,95 kosten. Hier sind jetzt 30 ml drin und kostet 99 Cent. Und hier steht dabei, dass Lavera Apfelshampoo mit Inhaltsstoffen aus deutschem Bioanbau pflegt das Haar sanft und verleiht intensive Feuchtigkeit. Und hier sind halt auch keine Silikone enthalten. Ja, ich glaube, das wird für mich für eine Anwendung, vielleicht für eineinhalb oder auch zwei Anwendungen reichen. Ich werde es ausprobieren. Ihr wisst ja, meine Meinung über Silikone. Im Sommer benutze ich gerne Produkte ohne Silikone, weil ich mir die Haare halt öfters wasche. Und im Winter nicht, weil ich mir die Haare da sehr selten wasche. Was heißt sehr selten? Zwischen dem 5. und dem 7. Tag. Aber im Sommer ist das fast täglich oder alle zwei Tage. Von daher kann es auch ohne Silikone sein. Warum ich das mache, ist, weil Silikone, ja, im Sommer ist das ja egal, aber im Winter brauche ich halt diesen Halt. Und wenn ich halt Produkte ohne Silikone verwende, sehen die Haare sehr schnell frissig aus und ja, da müsste ich die halt auch täglich waschen. Deswegen Silikone umhüllen das Haar und lassen sich strahlen und schöner ausschauen. So überbrücke ich halt diese 5-7 Tage. Genau. Werde ich auf jeden Fall auch ausprobieren. Und was haben wir hier noch? Ein Produkt noch. Und zwar ist das eine Probepackung. Ja, hier steht eine Sondergröße. Ein Viererpack würde 19,70 kosten. Und hier habe ich ja, ein Viertel davon. Also umgerechnet für 5 Euro. Hier steht Augenbrauen-Wachsstreifen. Woman Classic Sondergröße. Okay. Dank der innovativen Idee von Sharon's Eyebrow Waxing, den vorgeformten Kaltwachsstreifen, ist es nun jedem möglich, perfekt geformte Augenbrauen zu haben. Und das innerhalb kürzester Zeit. Okay, das heißt, ich mache mir das hier drauf und wachse mir das ab. Ah, muss ich mal gucken, ob ich mich das traue. Nicht, dass ich mir die ganzen Augenbrauen ja, wegwachse. Ich muss einfach mal schauen, wie gefährlich das ist. Vielleicht schaue ich mir auch eine Review im Internet dazu an oder eine Anleitung. Ich habe da einfach wirklich zu viel Angst, dass die kompletten Augenbrauen mitgezogen werden. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ja, wie stark dieser Waxing-Effekt halt ist. Aber ja, gar nicht mal so schlecht, um das Ganze mal auszuprobieren. Meine Highlights aus der Box sind auf jeden Fall die zwei Produkte. Und zwar einmal die Intensivkur, da hole ich mir auf jeden Fall noch das Shampoo zu. Und die reichhaltige Cremedusche passt optimal zu mir, da ich eine trockene Haut habe. Zahnpasta, hatte ich ja schon gesagt, ist nicht so meins, wird trotzdem aufgebraucht. Dieses Shampoo, ja, für zwei Anwendungen, um es auszuprobieren, ist das okay. Und hier habe ich so ein bisschen Angst, aber ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Aber mich vorher im Internet schlau machen, nicht, dass ich dann ohne Augenbrauen dastehe. So, das war's mit meinem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Danke nochmal an das Pink Team, dass ich testen durfte. Und bis zu einem weiteren Video von mir. Tschüss!